So schön war der Frühling schon. Wir feiern den wärmsten Märzanfang aller Zeiten. Wenn die Sonne rauskommt, sind die Parks und Wiesen wieder gut besucht. Vor allem von Hunden mit ihren Besitzern. Dann sind die Bedingungen ideal für allerlei Blödsinn rund um die Hundewiese. Und wenn die Tiere spielen, bleibt auch der Mensch nicht lang allein. Neue Kontakte knüpfen, mit Hund soll das ja kein Problem sein. Absolut, da ist kein Geräusch, aber mit Hunden und kleinen Kindern kriegst du den meisten Kontakt. Ja, da hat man schon mal einen Ansprechpunkt, einen Verbindungspunkt zusammen. Und Besitzer, die begrüßen sich gegenseitig auch sofort und man kommt automatisch ins Gespräch. Ich habe, seitdem ich die Huskyhündin habe, also mehr Kontakt, klar. Die Leute kommen an, oh, es hat ein hübscher Hund. Oh. Der Hund als Eisbrecher, tatsächlich soll das funktionieren. In einer Umfrage bestätigten mehr als 70% der Hundebesitzer, die beste und natürlichste Art, unbefangen miteinander ins Gespräch zu kommen, sei ihr Hund. Mehr als das. Jeder 10. Mann und jede 20. Frau gab an, dass mindestens eine feste Beziehung über einen Hund begonnen habe. Dabei muss aber nicht alles dem Tier überlassen werden. Bevor ich verheiratet war, habe ich für meinen Hund Visitenkarten drucken lassen. Und mit dem Foto drauf und dann auch, der hieß damals Django. Und ich sage, Django, möchte sie gerne kennenlernen und bei Interesse dann bitte zurückrufen. Ne? Und dann habe ich dann die Visitenkarte der Dame gegeben, die den passenden Hund hatte. Besonders hohe Chancen zur Kontaktaufnahme sollen laut einer Online-Befragung Golden Retriever bieten. Im Ranking ganz unten vermeintliche Kampfhunde wie zum Beispiel der Rottweiler. Damit Vorurteilen zu kämpfen ist richtig. Die Leute gehen auf die andere Straßenseite, machen einen Bogen um mich. Aber es gibt auch, das ist eben halt, das ist die Lobby. Also das kann man nichts gegen machen. Bei der Kontaktaufnahme mit Hund spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Eine Garantie für neue Bekanntschaften ist das Tier sicherlich nicht. Jetzt mit offenen Augen über die Frühlingswiese zu spazieren, kann aber sicherlich nicht schaden. Valentina Kugelscheid hat unsere Bertha mitgebracht, die fürs Flirten frisch rasiert ist. Schönen guten Morgen. Geschoren. Sie hat schon die Frühlingsfrisur, genau. Ah, da ist aber eine schon ganz spitz. Sie denkt, Bertha, das bist du selber. Das bist doch du selber. Das ist die Konkurrenz, weißt du, die Flirt-Konkurrenz. Deswegen sind Selfies bei Hunden so unbeliebt. Du hast ja extra Tücher drucken lassen, die den Flirtprozess noch ein bisschen unterstützen können. Absolut. Können wir uns mal in Ruhe angucken. Da steht drauf, mein Frauchen ist Single. Mein Frauchen ist Single. Ich habe natürlich für dich auch eins mitgebracht. Wenn du einen Hund ausleihen möchtest, mein Herrchen ist Single. Also so, das ist so eine ganz plumpe Anmache. Ne? Also wenn du es wirklich nicht schaffst, weil ein Hund allein ist wirklich schon Flirtfaktor Nummer 1. Ja, das sagen immer viele so, aber hat die Wissenschaft das hier untersucht? Ja, die Wissenschaft hat das untersucht. Es gab es gibt ein Kölner Institut und die haben tatsächlich rausgekriegt in Deutschland, dass Hundebesitzer, also wirklich jeder 10. es schon geschafft hat, über den Hund Kontakt zu bekommen. Ob die Partner immer noch zusammen sind? Ich glaube, das wurde dann doch nicht untersucht, aber es ist auch wirklich so, dass der Hund, der läuft ja quasi hin zu dem potenziellen Flirtfaktor. Ja? Also es ist ein guter Kontakt mit dem Hund, jemanden kennenzulernen. Ja? Und er sagt auch was über die Haltung des Halters aus. Also wenn du jetzt jemanden, eine hübsche junge Frau siehst, die einen Hund hat und du mit ihr anfängst, ein Gespräch anzufangen, dann weiß sie ja schon, oh, das ist auch jemand, der Hunde mag. Ne, weil sonst würdest du sie ja, glaube ich, gar nicht ansprechen. Also unter Hundebesitzern oder ach, kommt auf die genau, und du fragst ja natürlich gleich, den Hund haben sie nur ausgeliehen. Ja. Ja, jetzt habe hier das große Ding für den Schäfer. Mein Herrchen ist Single, natürlich alles selbst bedruckt, aber muss man denn dann gleich mit dem Schäfer um die Ecke kommen, um großen Erfolg zu haben? Oder reicht auch manchmal ein kleiner Hund? Gibt es so Flirthunde? Ja, es gibt Flirthunde. Es wurde auch wissenschaftlich erwiesen. Also ein Golden Retriever, das ist dieser bekannte Rassehund, ne, der hat die größten Chancen, weil er bekannt dafür ist, dass er eigentlich sehr lieb ist, ein Familienhund ist, dann ist er blond meistens, ja, also das ist schon so hygienisch sauber. Und aber andere Studien haben auch ergeben, das Wichtige ist, dass der gut erzogen ist. Also wenn du jetzt einen Golden Retriever hast, der an der Leine zerrt und kläfft und so, da hast du auch keine großen Chancen. Also der Hund sollte auf jeden Fall gut erzogen sein und nicht rumkläffen. Und deswegen sind auch, wir haben ja im Beitrag schon gehört, so Rottweiler oder auch Kampfhundrassen eher nicht geeignet, weil da die anderen schon eher Respekt davor haben. Und so Modehunde? Ja, Modehunde. Golden Retriever ist ja auch... Ich dachte jetzt eher an den Fifi in der Tasche oder du sowas. Du meinst so Paris Hilton-mäßig? Ja, genau. Ja, das Modehunde, würde mich eher abstoßen. Ja,
dich abstoßen, ja, wo du so eitel bist? Schön, dass Valentina Kuschon heute zum letzten Mal bei uns wartet. Nein, Modehunde zeigen, also die treffen eigentlich wirklich den Nerv der Zeit, ja. Und es ist ein bisschen so wie modische Kleidung. Also viele stehen auch da drauf. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ja ein Dalmatiner, ja, und da gab es mal einen Kinofilm darüber und quasi der lebt in der Zeit, der ist nicht hinterm Berg, also so ein Dackel, obwohl die sind ja jetzt langsam wieder in Mode oder sind wieder in Mode. Aber wenn du dann mit so einem Hund ankommst, der nicht so beliebt oder bekannt ist, hast du eher keine Chance. Ja. Kannst du jetzt jemanden, der zu Hause sitzt und sagt, ja, ich besorge mir jetzt auch einen Dackel und jetzt geht's los in Richtung Frühling und auf Partnersuche. Wie kommt der am besten an das andere Geschlecht ran? Ja, also das Wichtige ist, gut erzogen, der Hund sollte hören und dann das Gesprächsthema über den Hund anfangen. Ja? Also schon sagen... Was ist denn das für ein Süßer? Ja, genau. Was ist das denn für ein Süßer? Es kommt darauf an, welche Position du jetzt meinst. Denjenigen, also ob du denjenigen, der einen Hund hat, ansprechen willst, so, oder ob du jetzt einen Hund ausleihst. Aber also du heißt, sagst, man müsste sich gar keinen Hund kaufen, sondern könnte einfach eine Hundebesitzerin ansprechen? Zum Beispiel, genau. Ja. So, dann, wenn du den Hund hast und flirten möchtest, das Wichtige ist, dass du auch von dem Gespräch Hund wegkommst. Ja? Also wenn du jetzt die ganze Zeit über den Hund sprichst, dann kommt irgendwann keine Verabredung zustande. Also wichtig ist, auch abbrechen und sagen, wenn du jetzt einen Hundebesitzer ansprichst und sagst, ach, wir haben uns jetzt hier auf der Wiese kennengelernt, wo treibst du dich sonst abends rum und so, kommt da der Hund auch mit und dann hast du so ein bisschen, dann spricht man vielleicht über die Kneipen, wo man sich aufhält und so weiter. Also dann schon weggehen davon. Also nicht immer auf dem Hund bleiben, weil sonst... Wir gehen auch gleich gemeinsam vor die Tür und ein bisschen Gassi vor. Wir machen alle wichtigen Tipps zum Flirten bei uns im Netz unter vollekanne.zdf.de.